Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Mario plus Rabbids Kingdom Prinzessin. Jetzt wieder versorgt. Blitzy und Sandy. Heiß-kalte Fieslinge. Gut. Besiege den Mini. Oh. Das sind zwei Stück. Ja. Oh, dann geht jetzt die Action mal richtig los. Zwei Elemente-Bosse. Einer reicht ja nicht. Bestimmt. Wahrscheinlich haben die genug Leben. Und direkt am Anfang mit einem Mini-Boss zu starten, ist nicht schlecht. Auch wenn ich keine Lust drauf habe. Die Map sieht geil aus. So Eis und dann noch so Wüste und dann die beiden Bosse dazu. Es gibt anscheinend nur die beiden, oder? Nein, es gibt 80 Gegner. Entschuldigung. Ja. Oh gut, aber die haben nur 420 Leben. Ne, der hat nur 210 Leben. Warten wir es ab. Ah, der eine hat 210 und der Wüstenboss hat 420. Entschuldigung, mein Fehler. Aber du haust ihn ja jetzt eh K.O. Ja, das ist ja egal. Das ist alles kein Problem. Gut. Ja, ich laufe ins offene Messer. Das war ja nichts mehr Neues. Das stimmt, aber ich bin jetzt so blöd. Zumindest nicht bei dem Projekt. Offensichtlich. Ja, ich wollte euch auch woanders hinschießen. Das sagst du immer. Ja, es stimmt auch immer. Ich hoffe, das ist das Einzige, wo du immer falsch schießt, wenn du verstehst, was ich meine. Dazu sage ich jetzt nichts. Doch. Ich muss nur noch überlegen, was. Duld? Nach dem Part fällt es mir bestimmt ein. So. Jetzt geht's aber los. Hey, der arme Kerl hat sogar Ohrenschützer, weil es sich total frisst. Bestimmt, das kann uns nicht passieren. Oh, er ist bekloppt. Ja. Das sind ja alle Rabbids. Das kriegen. Stimmt leider. Das hätte er sich sparen können. Außer der ist ja gut. Ja, geht jetzt so. Ich hab keine Ahnung, was macht der überhaupt? Keine Ahnung. Der greift nicht an, der macht. Doch, der greift an. Mit 65 Schaden. Das ist mir zu wenig. Oh, zum Glück auf Luigi. Oh, gut. Ich hab doppelt so viel Leben. Ups. Ah. Ja? Vor allem, ich hatte vorher noch überlegt, Luigis Waffe aufzupowern, weil wir haben ja noch. Oh Gott! Der ist ja viel besser noch als der andere Typ. Oh. Und ein Schild! Viel Spaß. Danke. Na gut, verstecken bringt mich ja eh nicht vor denen. Vielleicht musst du erst den Eistyp umbringen, weil der hat ja nicht so viel Leben wie der andere. Auf 200 oder so wie der hat. Null Leben, aber wenigstens ist er schön weg. Das ist der Eistyp. Ja, den greife ich aber an. Gut, dann nicht. Du musst noch lernen. Ich weiß. Eine Sekunde zu warten, immer gleich zurück. Das ist schwierig. Ach, den kann man gar nicht sliden. Also ich komme zum Schluss. Ja, ja, ja. Alter Junge, Mann, bist du gut. Danke. Deswegen ist deine Ground Saint schon. Ja. Ich komme ganz nach da hinten an aufs Leiden. Ups. Aber ich gehe wenigstens in die offene Ding, dass sie mich alle angreifen können. Ach ja. Sei nicht so gemein zu mir. Ich bin netter als nett. So, jetzt. Ja. Luigi ist ja schon wieder gleich tot. Ich will jetzt den anderen angreifen. Wie mache ich das? Anscheinend mit dem Ding gar nicht. Oder du bewegst einfach das Steuerkreuz. Gut. Dann ist der wenigstens weg. Let's go!
Super Mario ist noch da. Bin ich über. Ja, den musst du besiegen und dann da irgendwo hin und dass du den anderen noch anschießt. Geil. Na gut, aber vielleicht soll ich den jetzt erstmal besiegen. Dann kann der nämlich schon mal nichts mehr machen. Jetzt schieße ich gegen den Stein. Ich hoffe mal, die Kamera hält noch, sehe ich gerade. Ja. Sollte klappen. Weil ihr wollt ja unsere Adonis-Kamera machen. Das stimmt. Und unsere Verzweiflung, weil wir wieder failen. Also im Vergleich zu dem anderen ist der viel schlecht. Der kann zwei machen? Ne, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, der ist schlechter, dann hätte er dafür was angemacht. Der ist ein Arsch mit seiner Bombe. Ja, vor allem der geht auf Luigi. Nein, auf beide. Stimmt, das ist geil. Und die brennen. Und Luigi ist tot. Ich glaube noch nicht, oder? Ne, 70 Leben hat er noch, stimmt. Ja, als ich gedacht hätte. Und Peach ist eingefroren. Das ist geil. Du bist gar nicht so. Mit der Rabbit jetzt? Ist der weg? Schlecht. Ah, da ist er. Oder soll ich dem sein Schild wegmachen? Nee. Nee, das ist doch. So bringt das eh nicht. Du musst dich erstmal auf den anderen konzentrieren. Weil der weniger Leben hat. Tschüss. Kannst du jetzt auf den anderen schießen? Hä, warum kann ich nicht auf den schießen? Achso, weil sein Schild dann weg wäre wahrscheinlich. Ja. Dann schieß auf den lieber. Aber den treffe ich wahrscheinlich wegen der Rundschuhe. Ja. Aber bei einem bringt es gar nichts, weil es nur das Schild kaputt macht. Besser als nichts. Ah, gut, ist zwar auch egal, aber. Jetzt geht's los! Du kannst die Karte wieder in einer reindrücken, weil den triffst du wahrscheinlich nicht. So. Ja, immerhin mal ein paar Leben. Ja. Was, man kann oh, die bewegen. Ganzen die Items sind aber eingefroren, beide. Für drei Züge das Heilen und für eins das andere. Weil das Heilen wäre gut gewesen. So, kann ich den sliden, yes. Du kannst alles machst. Nee, mach ich auch nicht. Ja, kannst ja dahin, ist doch egal. Dann kannst du wenigstens noch den Weißen angreifen. Ich weiß, aber dann stehe ich völlig frei. Das stehst du so oder so. Weil der dich auch angreift. Das stimmt natürlich. Ja, ich bin den anderen. Ich glaube, den anderen kann ich nicht angreifen, weil ich kann nicht anvisieren. Das ist geil. Dann verzichte ich drauf. Ne, dann schieß ich ja gegen Stein. Okay. Ah, der greift die an. Sag mal! Ja, das wird jetzt ist Luigi tot. Ja. Nee, dann nochmal. Das Blöde ist. Der Eisdämmer hat gerade nochmal auf dich geschossen, oder? Also greift er öfters an. Und das Blöde ist, dass ich mit Peach jetzt nicht heilen kann. Was ist das? Stimmt. Hä? Ah. Hast du den in der letzten Zug überhaupt benutzt? Ja. Doch. Stell mich nicht als dümmer hin, als ich bin. Ich habe ihn benutzt. Schön, dass du ihn benutzt. Dann fühlst du dich auch noch gut. Ja. Ich habe ihn benutzt. Da weißt du, wie das gemeint war. Und ich hoffe, du benutzt ihn auch in anderen Gelegenheiten. So. Okay. Ihn. Gut, vielleicht hast du Marvel verstanden, aber ihr werdet mich verstanden haben. Diese Zweideutigkeit. Ich hab's schon verstanden. Nein, hast du nicht. Ich muss es nicht wieder tun, so was weißt du. Ich weiß nichts. Gut. Weiß ich nicht, aber wäre es nicht besser, mit Luigi in die Röhre zu gehen? Und dann? Von oben zu schießen? Gut, der ist ja dann eh tot von drei. Wenn du hinter das Felsding gehst, hinter das erste vielleicht nicht. Doch, weil. Ja, dann schießt der andere dich tot. Ne, der andere du stirbst doch, dann 106, ja. Nein, warte mal. Geh an dessen. Nee, obwohl, das ist eigentlich egal, das steht eh. Luigi ist ja auch der Jobber des Teams. Das stimmt. So, wenn du die Fähigkeit aktivierst, könntest du es schaffen, vielleicht ihn zu erledigen. Wahrscheinlich nicht, weil er bewegt sich ja nicht. Ja, der greift dich jetzt erst an.
Nein, er greift Mario an, weil sie irgendwie intelligent spielen und sein ganzes Team erst schwächen. Naja, ob es intelligent ist, ist die andere Frage. Wenn er Mario angreift? So. Ja. Jetzt haben wir den Schild mal wieder deaktiviert, immerhin. Das Blöde ist jetzt nur, dass Mario gleich weg vom Fenster ist. Schade, der macht echt gut. Alter! Und Frost. Innerhalb von einem Zug fast alle Leben verloren. Wow. Das Schlimme ist halt vor allem, dass wir jetzt nicht heilen können mit Peach. Ja. Aber du könntest nochmal den unteren da angreifen. Mit, auf jeden Fall mit Vielleicht Luigi. Vielleicht wird Luigi noch der Held in dem Team, ich bezweifle. Könntest du ihn auch noch wegrammen? Mhm. Ich glaube, du kannst da runter bei dem grünen Ding. Okay. Muss nur nochmal auf Bewegung gehen. Ja, ich. Ganz vorsichtig, die falsche Taste. Die Chancen sind eh gegen. Und. Ja, jetzt kann ich dir immer noch wegrammen, wenn es geht. Also ich drücke jetzt auf. Ah. Kannst du bei dem grünen Ding da runter? Bei ah, stimmt, Fall. Da geht's. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ah, Titus. Wie viel hat er denn überhaupt noch? Eins. Meinst du, das reicht? Ja. Was? Einmal! Denkst du, ich bin dumm? Ja. Bin ich ja. So. Er ist schon mal besiegt, Alter Junge. Ja, aber da von unserer Helden kaum noch Leben. Und sind eingefroren. Das hatten sie schon vor dem Kampf nicht. Insofern muss man schon sein. Sag mal. Alter, gut, hat schon einiges eingesteckt, das muss man ihm gut halten. Hinter dem. Obwohl, das bringt ja eigentlich nichts, das ist ja das Schlimme. Ja, ich kann nur versuchen. Hinter dem Ding zu gehen. Weit weg von. Ah, ich kann von oben angreifen wenigstens. Ja, hinter dem. Ich würde hinter die Höhen gehen, aber. Wenn er die Bombe hochfällt, ist es eh egal, aber. Und wie gesagt, weit weg, die Teamkameraden, diesmal, dass wir nicht in der Nähe sind, weil dann kann er nicht mehr gleichzeitig angreifen. Nö. Vielleicht kannst du ihn jetzt smashen mit der Waffe. Natürlich. So. Aber Peach kann ihn noch angreifen, der ist fast tot, alter Junge. Ja, aber ich kann ihn nicht sliden, das gefällt mir nicht. Eigentlich hast du gewonnen. Noch nicht. Wenn er jetzt einen nur umbringt, was ja eigentlich realistisch ist bei dem Abstand, hast du gewonnen. Ich weiß, du willst es nicht glauben, weil wir schlecht sind, aber... Ja. Ja. Aha. Ja. Also wenn du das noch verlierst, würde es mich doch stark wundern. Würde auch keinen Sinn machen. Hm. Was? Ja, wie gesagt, ich meine, gut, das ist auch unsere erste Runde. Ja, das ist leider gut und zerstört Mario, oder? Und Luigi. Nee. So. Oh. Der hat von da unten beide getroffen, obwohl Mario oben ist. Also verlieren wir es doch noch. Geil. Hä? Ja gut, aber man muss fairerweise sagen, dass das ziemlich unrealistisch war, dass es unten explodiert, mal oben getroffen wird. Und ich kann mich nicht heilen, scheiße. Das wäre jetzt eigentlich noch, sag ich mal, die Rettung gewesen, aber so. So kann man es vergessen. Ja, das kannst du. Ja. Wahrscheinlich treffe ich ihn jetzt halt mal. Alter, der ist ein Schild. Ja. Das ist jetzt egal. Ganz klasse. Fairerweise sagen, dass das irgendwie unrealistisch war eben gerade, dass er beide getroffen hat. Nicht verzagen, Kamera wechseln. Bis gleich, liebe Leute. So, da sind wir wieder bei den heiß-kalten Fieslingen und fortsetzen. Besuche den Miniboss. So, ich bin mal sehr gespannt. Also meine neue Taktik ist jetzt, was ich ja am Ende vom ersten Kampf eben festgestellt habe. Dass ich versuche, die Charaktere jetzt ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber zu deiner Verteidigung, jetzt haben sie auch wieder alle Leben, alle. Weil du einmal gestochen bist. Sollte hinhauen. Und davor hatten sie das ja. Oder wohl doch, das haben sie davor schon. Ich bin mir nicht sicher. toll. Erstens müssen wir auf jeden Fall den Frostschädel erledigen. Weil der eigentlich bedeutend weniger Leben hat. Ja, oder halt die Mini-Rabbits oder die Big. Egal. Oder den Bombenfritzen, der ist nämlich ungefähr.
Ich mag alle nicht. Du liebst alle, gell? Ja. Warum hast du nicht einen Frostschädel angegriffen? Weiß ich nicht, frag mich doch nicht. So ein verschwendet wird. Das stimmt. Wenigstens hat sich Peach schon mal gelohnt. Wenigstens hat sich Luigis Schild schon mal gelohnt. Gib es ein Schild auf. Ja. Das war kein Schild, das war das, wenn du dich bewegst, dann dass er dich angreift. Geil. Aber es tut nicht so weh wie das hier. Das stimmt. Der hat eine bessere Reichweite jetzt. Und Luigi fast umgebracht schon. Ich habe das Gefühl, die Runde startet noch besser als die erste. Sag mal! Der hat den noch 150 Leben abgezogen in einer Runde. Und Mario ist zu Luigi gegangen, damit sie ihn besser zusammentreffen können. Geil! Sowas lobe ich mir. Egal. Der Typ ist jetzt dran. Ich kann den gar nicht abschießen. Ah, doch. Bitteschön. Ach, ja. Ich meine, ich war dumm, aber gut. Das hätte sich sparen können. Dumme Blase. Die haben es auf Mario abgesehen, was? Wie kommst du da drauf? Ich hätte sich sparen können. Hey, der greift jetzt auch noch Mario an, keine Sorge. Und wenn der andere jetzt nicht mit meinem Bombenmesser, mit seinem Bomben angreift, ist Mario schon futsch. Oder so gut wie auf jeden Fall. Ja, einer ist dran, der ist tot. Ach stimmt, den gibt's ja auch noch. Ja, den habe ich schon vergessen. Ja. Ne, ja, der greift. Doch, der greift Mario an. Ey, die Runde läuft schlechter als die erste. Vielleicht überlebt Mario das jetzt. Ja. Das ist doch ein Witz. Er hat sich selbst getroffen. Na, wenigstens etwas, weil er immer noch 208, also. Das ist ja ein Witz, wie soll ich das schaffen? Ja, klar, mach doch dein Schild, du Sparringspartner. Das gefällt mir alles nicht. Aber ich tue auf jeden Fall mit Peach sein. Ja, ist doch klar. Ich tue auf jeden Fall mit Peach sein Schild zerstören, weil dann kann ich nämlich mit Luigi von oben angreifen. Das heimlich, ja doch, hat sie vorhin gelohnt.
Habe ich den richtigen? Ja. Ja, der Mann hat immer noch viel zu viel Leben. Bewegen lohnt sich nicht, würde ich sagen. Könnte sein, dass du verloren bist. Vielleicht. Ja. Muss ich dir leider recht geben. Ich sag's zwar nur ungern, aber ja. Vor allem, es dauert jetzt auch viel zu lange wieder, bis Peach sich wieder heilen kann. Bis dahin ist es noch 100 andere Repressionen. Ja, die haben wir halt in der ersten Runde erstmal erledigt, aber... das hätte er sich sparen können. Geil, jetzt kann der noch von oben auf Peach angreifen. Na gut, macht er noch mal. Hey! Der hat getroffen, wow! Das erste Mal. Aber der trifft jetzt. Was macht der jetzt? Hey, das war fair. Du hast gerade 150 Leben verloren. Heilt er sich jetzt nicht mehr? Okay. Geil. Wenigstens kannst du dich besiegen. Will ich doch gar nicht. Ja, ist eh egal. Ich bin eh beide nicht gestorben. So. Weniger Schaden ist immer gut. Kannst du noch hinter den Feldern laufen, oder? Oder die angreifen? Ja. Ja, ich werde hinter den Felsen angreifen und greift der dich auch nochmal an. Ja. Gut, aber dafür ist es die, für die anderen. Na, ist egal, du stirbst eh. Das stimmt. Peach ist eh mausetot. Jetzt auf jeden Fall. Weil die beiden Brüder dich hier angreifen. Also, yeah. Gut. Hätte gar nicht wissen, wenn der jetzt dich geschossen hätte. Ja, das hätte ich im Spiel. Aber wenn du dich bewegst, kriegst du jetzt eh einen Schuss ab. Das ist geil. So, das war's mit den Felsen. Tschüss, Luigi. Aber gut. Mamma mia! Ja? Das sieht gut für dich aus, Alter Junge. Den überlebst du zwar noch? Ja, aber ich kann mich leider nicht halten in der nächsten Runde. Ich kann immer den. Du brennst noch. Ey, vielleicht kann ich den einen sogar besiegen. Ja, weil er sich selbst wieder getroffen hat. Ah, nee, du bist wegen der Verbrennung gestorben. Das ist geil. Willst du es mal versuchen? Keine Sorge, den Part überlasse ich dir. Im nächsten mache ich ihn dann platt. Okay. Dann probieren wir es noch einmal. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt nochmal anders machen soll. Du musst dich gleich mit allen fixieren auf den einen Posten. Auf den, mit dem Eis. Und alle Angriffe auf den schleudern, weil der hat kein Schild. Und das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Denk dran, Y zu drücken, sonst verarscht. Brauche ich doch nicht. Stimmt, du bräuchtest Y. Das stimmt leider. Das war fies von dir. Aber es stimmt leider. Weil wenn du einen Boss weg hast, ist es vielleicht ein bisschen einfach. Das war jetzt ein Witz, aber... ehrlich, du gehst für die gleiche Strategie wie der letzte Versuch. Ne, ich mach nicht die gleiche. Also jetzt habe ich den richtigen angesehen, oder? Ja. Ja. So. Das Eis war aber schnell kaputt. Ja, weil das war nämlich mein Plan eben, dass Mario mit der besseren Waffe ihm nicht das Eis zerstört, sondern direkt auf ihn kann. Du musst mit Luigi später noch die Fähigkeit aktivieren. Mach ich. So, meinst du, Peach hat so eine Reichweite, wenn ich jetzt da hingehe? Glaube ich auch nicht. Meinst du, es schlau hier hinzu? Nö.
Meint ihr, soll mit Peach dann was anderes machen? Ich würde den angreifen. Oder Teamsprung. Ja. Dann hinter das andere Eisding. Nein, hinter das. Sonst greift hier eine wieder alle an. Machen sie sowieso, keine Sorge. Hula Hoop! Brauche ich nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal doppelt so viel Schaden wie mit Luigi's lächerlicher Waffe. Aber du kannst schon mal seine Fähigkeit erkennen. Nein! Okay. Ich hätte es gemacht, aber du es jetzt gesagt hast, habe ich es gelassen. Okay. Aber jetzt ist er oben. Jetzt macht er noch mehr Schaden. Ist doch gut. Ey, deine Waffe hat ihn hochgeschlagen. Ja, was ich prinzipiell gut finden würde, aber jetzt. Ey, das ist Verschwendung. Ja, wie man sieht. Okay, das war gar nicht schlecht. Weil er damit jetzt nur aus dem Leben weggeflogen ist. Marc ist halt ein Tier. Ja. Und der hat es aktiviert, wenn du dich bewegst, dass du Schaden kriegst. Das ist immer gut. Jo. Sehr gut. Oh, die haben das freigemacht, damit der andere dich mit den oberen Angriffen angreifen kann. Das ist geil, aber der hat mich eh getroffen. Keine Sorge, wenn du dich bewegst, kriegst du von dem Schaden. Und der trifft natürlich sofort Luigi. Macht Sinn. Klar! Das ist ja auch noch hinter einer Mauer. Ja! Oh, das ist ja weniger als davor. Ach so, weil der Peach angriffen hat, ihm noch den Panzer hat uns halbiert. Und zwar sind es 118 Schadenspunkte. Wieder dieses Mal. Tja, was mache ich jetzt? Wenn du es schaffst, mach den Eistyp kaputt, wenn das geht. Ja, dann ist schon mal ja aber ich schieße ja nur gegen. Der ist ja in der Felsblocken versteckt. Du musst sehr viel sachlich an ihn drankommen. Weil der hat nur noch 50 Leben, also ein Treffer müsste theoretisch reichen, damit der K.O. ist endlich. Vielleicht wird es von da reichen schon, genau. Ja, warte mal. Wenn nicht mit dem Zuschuss von einem anderen, dann. Das ist mir egal. Solange der da oben endlich stirbt, ist das ja auch okay. Den wollen wir jetzt. Also nach oben komme ich schon mal nicht. Gut. Dann mal wenigstens den Karo. Der greift dich schon immer von hinten an. Ja. Aber mit Peach könntest du dann mit der Teamsprung doch eigentlich hier oben besiegen. Schon klappen. Dann ist immerhin schon mal einer weg. Ja, das kann klappen. Warum gehst du mit Luigi nicht ein bisschen weiter? Noch weiter kann ich da nicht. Zweifel ich, dass das trifft. Aber ich kann noch mit Peach durch die Röhre, oder? Du kannst ja mit Luigi noch jemand anders angreifen, theoretisch. Ja, mit Peach kannst du. Nein. Aber du kannst dahin besiegen. Hallo. Schön, dich zu sehen. Tschüss. Ey, wenigstens haben wir mal einen von den beiden besiegt. Das ist mal ein Fortschritt. Ich hab's vorhin geschafft, Alter, ne? Aber du kannst mit dem Video noch nicht jemand anders angreifen. Nein. Nein. Okay, dann Entschuldigung. Hat der andere eigentlich seinen Panzer gerade drauf, der andere Boss? Nein, dann greift den an. Ja. Weil die anderen Gegner werden uns eigentlich egal sein. Naja, wenn sie uns töten, nicht? Also, ich weiß, was du meinst. Das bringt mir nichts. Es wäre einfacher, wenn du mit dir die gute Waffe hast. Das können wir theoretisch das nächste Mal machen. Falls wir nochmal sterben werden. Also, ja. Nee, du schaffst es jetzt, habe ich beschlossen. Okay, dann wenn du es beschlossen hast, dann klappt es. Wenn du es nicht schaffst, breche ich das Projekt mit dir ab. Das hat dann okay. Luigi, hör auf zu sterben, Chopper! Das hätte er sich sparen können. Diesen perfekten Schachzug. Und das tolles Bewegen. Schießt da, wenn du dich bewegst. Der hat wieder gegen Mario, das war ja klar. Nö, nur gegen Luigi, der ist tot. Ja, der ist tot. Ich muss ja noch 3 haben. Nö, verbrennt. Klar, diesmal geht's noch. Und davor hatte die 40 extra und ist gestorben. Das Spiel hat gar keine Logik. Ja, aber ein gutes Herz. Ich kann jetzt noch ein bisschen Schaden nehmen. Ja.
Das stimmt. Scheiß drauf, wo du hinläufst, du stirbst mit dem. Gut. Vielleicht hätte ich erst dein Schild brechen sollen. Das machst du mit dumm. Mario und hau mit dem Hammer drauf? Ja, muss ich auch, aber. Ja, aber hau mit dem Hammer drauf. Nein. Sei nicht wieder dumm. Doch. Nein! Was? Nicht so weit weg. Doch. Triffst du ihn überhaupt von. Ja, stopp. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann hättest du uns jetzt ins Ziel gekostet. Ich hab gesagt, hier neben dran. Ich war doch nebendran fast. Nein, genau nebendran. Ach, ich hab noch extra zu dir gesagt, genau nebendran. Ich weiß, du benutzt keine Strategien, aber in dem Fall wäre es gar nicht schlecht gewesen. Ich hab wirklich erst das Reich noch locker. Hast du zu dir gesagt, nein. Und jetzt weißt du es wieder, wenn ich was sage, stimmt's. Mhm. Meistens eher nicht. Bitte einmal Mitleid für mich jetzt wegen dem Partner, den ich. Du bekleckerst dich auch nicht jetzt mal mit Ruhm. Ja, aber die mit, du mich mit Cola. Das stimmt. Das war erst zwei, drei Mal. Der hat sie wieder selbst getroffen. Ja, ist halt, weil sie ein Idiot ist. Trotzdem besiegt er uns. Noch schlimmer. Das Schild ist so kacke. So, mit Peach von oben oder mit Mario von unten? Aber ich glaube, Marios Waffe ist trotzdem stärker, auch wenn Peach jetzt oben ist. Oder? Was kannst du ja mal gucken, das steht 55 bis 65. Ja, das heißt, die kommt auch nicht auf mehr als 100. Wenn du mit Mario zu dem hinlaufen kannst, das ist eh ganz gut. Aber nee, das stimmt, das geht ja gar nicht. So weit kommen. Weil dann wäre er ja tot, das wäre ja zu fies. Oh, kriegt zwar nichts, aber. Ich glaube, der brennt. Und du kannst dein Schild wenigstens benutzen. Mhm. Ja, hör auf mit deinem Mhm. Und zwar liebe ich wieder wegen dir. Danke. Kein Problem. Benutzt den Hammer. Bitteschön. Ich glaube, du verlierst. Ich meine, er wäre jetzt schon tot, wenn du ihn davor mit dem Hammer angegriffen hättest, aber. Hör auf, das zu sagen. Menschen machen Fehler. Ich stopp so schnell rein. Der hat ihn das jetzt gefunden. Ich will nächsten Mal kann ich mit dem Hammer angreifen. Wenn es auch noch nötig ist. Zufrieden? Ja, diesmal bin ich zufrieden, weil es diesmal auch dann. Aber es ist eh egal, weil mit der anderen Waffe jetzt auch gereicht. Du benutzt aber den Hammer, weil es episch ist. Geh wieder das. Eben hat es irgendwie so einfach ausgesehen. Vielleicht hat es auch vorhin geklappt. Was zum. Ah, unser gefrorener Freund hat endlich beschlossen, sich uns anzuschließen. Eine blasse Imitation des Originals. Klar, aber dennoch. Jeder Verbündete im Kampf gegen Bowser Jr. ist selbstverständlich willkommen. Ich schlage vor, wir ziehen uns in den Pilzpalast zurück, um unseren Freund auf den neuesten Stand zu bringen. Sehr, sehr cool und doch noch geschafft nach 100 Versuchen. Ich hoffe, ihr hattet Geduld mit mir. Aber bevor wir den Part beenden, schauen wir jetzt mal kurz, was im Pilzpalast so vor sich geht und ob wir diesen guten Mario ins Team nehmen. Wobei ich mich ja schon sehr an die gute Peach. Ah ne, wir wollten den Luigi auch ausmachen. Das stimmt. Rabbit Mario, aufziehen, loslassen und dann schleunigst aus dem Weg. Geh und sieh dir Rabbit Marios Fertigkeit baumeln, damit er fit für die Schlacht ist. Ja, genau das wollten wir. Rabbit Mario. Neue Waffen auf Lager. Das ist immer fein. Ja, ich denke, wir sollen zum Pilzpalast zurück. Anscheinend. Müssen wir jetzt da rein? Ja, dann machen wir das das nächste Mal. Haben wir jetzt schon Rabbit Mario hier drin? Natürlich. Sehr gut. Kraftpunkte 265. Ey, das ist ja schon besser als Luigi. 6 Felder, 20 Schaden. Ey, der ist ja jetzt schon besser als Luigi. Wollen wir ihn ins Team nehmen? Kannst du gerne machen. Im Team.
ist doch gar nicht im Team. Eigentlich musst du es. Doch, die drei, ja. Ey, Rabbit, Luigi war auch schon besser als der normale Luigi. So, Peach behalten wir, oder? Ja, das passt so. So. Haben wir hier irgendwas, wo wir verbessern wollen? Also, Mario können wir, glaube ich, erstmal. Oh, die macht ein bisschen mehr. Wie war das mit dem Geld nochmal? Das zählt jetzt für alle, oder? Ja. Ja. Würde ich sagen, lassen wir Mario erstmal. So, der hat 90 bis 100 aktuell. Vampirschaden, Steinschaden. Okay. Was hältst du von einer von den beiden? Keine Ahnung, was von den beiden besser ist. Weil steht irgendwas dabei? Ja, gut, die eine macht Vampirschaden, der andere macht Steinschaden. Die Frage ist jetzt, was Vampirschaden ist, wahrscheinlich Leben zurück, oder? Und Steinschaden wird Schaden mit Stein sein. Aber. Also Vampir hört sich cooler an. Dafür finde ich, sieht die besser aus. Auf was hast du Lust? Vampir? Das kannst du dir wirklich aussuchen, das ist mir bei dem Mal eigentlich egal. Gut. Ach, wir hätten nochmal bei Sekundär gucken können. Er hat keine Sekundärwaffe, oder? Gut, nö, bis jetzt nicht. Aber wir müssen noch bei seinem Fertigkeitsbaum gucken dann. Machen wir dann gleich, so. Gut. Er hat ja den besten Hammer. Ja. Ja, dann können wir Mario auf jeden Fall lassen. Dann haben wir noch Peach vielleicht. Da haben wir aktuell, haben wir... Was? Ist das überhaupt hier ausgerüstet? Ja, nee, da ist sie aus. Da haben wir aktuell 65. Kannst du mal weiter gucken? Immer noch 65. 800. 75 schon mal. Ja, ja. Ist zwar jetzt kein Riesenunterschied, aber wollen wir die mal probieren? Stoßschaden ist auch höher, Stoßchance ist höher. Warum nicht? Gut. Sehr gut, dann lassen wir das jetzt so fertig. Bei Mario hast du ja schon geguckt, gell? Ja. So. Die hat ja, glaube ich, jeder getrennt, oder? Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ey, es sind neue Sachen dazugekommen, wenn du weiter nach rechts gehst. Mhm. So. Wobei Angriffssachen immer gut sind. Was haben wir denn hier? Kavum-Raserei. Machen wir das? Wie gesagt, ein Explosionsflächenangriff. So, von mir aus. Ba-ba-bam. Was haben wir hier? Hat das dem Helden mehrere Rasereien hintereinander durchzuführen? Ja. Cool. Vor allem im Super-Effekt befallene Helden werden wiederhergestellt, wenn Rabbit mal mit ihnen einen Teamsprung macht. Ah, okay. Also wenn die jetzt bei Eis zum Beispiel sind, oder was? Ja. Erhöht die Reichweite des Teamsprungs, ist auch nicht schlecht. Erhöht den Rasereischaden. Ist auch nicht schlecht. Die gefallen mir alle eigentlich. Was ist ganz oben? Steigert den Wirkungsradius von Rabbit Marius Gravurms Raserei. Okay. Also das hört sich irgendwie alles ganz schlecht an. Also vielleicht sollten wir den Schaden erhöhen erstmal. Also das teuerste nehmen, ganz links. Also so wie in echt immer das teuerste. Ja. Wenn du da auch mit einverstanden bist. Ach, den kann man viermal erhöhen, den Schaden. Gut zu wissen. 50 Schaden dann schon, das ist geil, mach doch das noch einmal. Ja, aber lass mal jetzt vielleicht hier rechts gucken, was haben wir hier noch? Nein, Nahkampfangriff. Oh, ja. Hey, warte mal ganz kurz, der hat doch gar keine Nahkampfwaffen momentan. Stimmt. Also momentan. Gegner im Wegesrasse werden von Rabbit Mario angezogen. Hm. Haut mich jetzt nicht zu aus der Gewürzgurke. Da finde ich die anderen Sachen irgendwie besser. Okay, wir können nochmal den Schaden. Weil das ist geil, der macht ja schon 70 Schaden. Das ist schon krass. So. Danach sogar 100 irgendwann. Dann haben wir jetzt. Könnten wir theoretisch noch was holen, aber es muss ja nicht sein. Ja, lass ich auch bei Peach mal gucken. Peach. Hat die das auch mit Raserei schon? Ja. Sehr gut. Dann kannst du es aber hier auch ein- oder zweimal machen, vielleicht. Sehr gut. Ja. Und vielleicht den Heileffekt, wenn das noch geht, könnten wir auch erhöhen. Wo ist das denn? Ja. Ah, ja. Das ist der Radius, okay, aber das ist ja auch gar nicht schlecht. Wo ist aber dann der Heil Plus? Ist das das oben drüber? Ja. Ja, sehr gut. Können wir auch noch einmal auf jeden Fall. Und dann der gute Mario. Jo. Was hat der? Das ist eigentlich bei allen gut, den Schaden so ein bisschen zu erhöhen, finde ich. Zumindest bei der Rase-Ding.
das macht man nicht allzu oft. Also dieses Rasending ein, zwei Mal zu finde ich eigentlich bei allen gar nicht so schlecht. Weil das macht man eigentlich sau oft, ne? Ja. Ja, das war's eigentlich. Soweit würde ich sagen. Aber wenn wir noch ein bisschen sparen, können wir später vielleicht die teuren Sachen noch holen. Ja, aber hier steigert Marius Waffenschaden, würde ich auch, oder? Durch den Helden Geckenskaltes. Von mir aus. So. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt gut aufgelevelt und im nächsten Part schauen wir dann, ob es uns auch was gebracht hat und wie es weitergeht, oder? Vielleicht haben wir es jetzt wieder davor die ganze Zeit zu schwierig gemacht. Das kann sein, aber also wie immer. Zu einfach ist ja auch langweilig. Also, wie gesagt, schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir freuen uns auf den nächsten Part. Bis dahin, Marco und Aaron. Und? Den Rabbits. Und? Mario. Und Mario. Ja. Ja, ich wollte eigentlich sagen, bis dahin, habt einen guten Drehwurm. Bis dann. Ciao.